Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Wir haben heute sogar zwei Gäste vom BSW da, nämlich Frederik Brossert und Jens Dietzmann. Seid gegrüßt, ihr beiden. Hallo. Moin. Wir wollten heute über die Ergebnisse der Europawahl und den Erfolg, den das BSW mit über 6% da eingefahren hat, sprechen und ein bisschen über die Europapolitik, was man da so machen könnte. Und dann noch über die bald anstehenden Landtagswahlen im Osten sprechen. Ich meine, das BSW hat ja in allen drei ostdeutschen Bundesländern ziemlich stark vorgelegt, in denen Landtagswahlen stattfinden sollen, überall dreistellige, sag ich schon, zweistellige Ergebnisse erzielt. Und ja, dementsprechend würde ich auch gleich mal fragen, Frederik, wie bewertest du das Ergebnis bei den Europawahlen? Also ich finde das Ergebnis, also das war top, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich wünscht man sich immer ein bisschen mehr, aber wenn man sieht, eine so junge Partei, die mal gerade erst 5 Monate hier da ist und dann über 5%, das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und darauf bin ich stolz, darauf sind wir als BSW auch drauf stolz. Nichtsdestotrotz, trotz aller Euphorie stehen jetzt viele Aufgaben an. Wie du schon sagtest, die Landtagswahlen. Nächstes Jahr kommen ja auch noch die Bundestagswahlen. Es gibt auch viel in der EU zu tun. Da haben wir gute Leute hingeschickt. Und dieses Wahlergebnis müssen wir jetzt auch nutzen, um unsere Arbeit auch weiter fortzuführen, sogar noch verbessern und zu zeigen, wir sind da, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja, dem würde ich zustimmen, aber du hast gesagt, in der EU wäre viel zu tun. Ich glaube, dass das BSW da gar nicht so viel unternehmen kann, weil das Europaparlament ja mehr oder weniger nur beratende Funktion hat. Es hat kein Gesetzesinitiativrecht. Es muss bei Gesetzen immer auf die EU-Kommission warten. Zudem haben im Europaparlament Parteien die Mehrheit, die die aktuelle EU-Kommission wohl eher unterstützen werden. Also die Rechten, die ja gehen ja jetzt größtenteils auch in Richtung Unterstützung von der Leyen. Also das Europaparlament wird wahrscheinlich eher eine Bühne sein, um die EU-Kommission kritisieren zu können und nicht so sehr, um da was verändern zu können. Also dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass man da so eine Kandidaten wie Fabio De Masi oder Friedrich Pürner hingeschickt hat, die sich mit den Themen gut auskennen, die auch gut erklären können, was in Europa schiefläuft. Oder Michael von der Schulenburg. Also das sind ja einige sehr gute Leute, die das BSW da direkt auf die ersten Listenplätze gesetzt hat. Natürlich müssen wir das Europaparlament auch als Bühne benutzen. Und vor allen Dingen Fabio hat auch schon, auch beim hier Cum-Ex-Skandal auch schon bewiesen, dass er anderen Leuten auf die Füße treten kann. Und da müssen wir jetzt halt dran arbeiten. Und auch wenn es halt nur eine Bühne ist, aber dann können wir die Öffentlichkeit mitnehmen. Und die Öffentlichkeit ist immer am stärksten. Und darum müssen wir zusehen, dass wir die Öffentlichkeit auch mit unserer Arbeit auch mitnehmen. Dann hat diese Bühne auch einen veränderten Zweck. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das auch klappen wird. Ja, dass das Europaparlament so eine Einflussmöglichkeit für Lobbys ist, hängt ja damit zusammen, dass das in den Medien nicht groß aufgegriffen wird. Der Bundestag ist sehr viel präsenter als das EU-Parlament. Und wenn jemand aber im EU-Parlament sitzt, der dort das Auge drauf hat und weiß, wo die Augen hinzurichten hat, und Fabio ist so in einer, dann gibt es zumindest die Chance, dort diese Sachen ein Stückchen weit auch ans Licht zu bringen. Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Also, dass man vor allem ans Licht bringen kann, dass man vor allem kritisieren kann, Öffentlichkeit schaffen kann, weil man ja, selbst wenn es jetzt eine Fraktion oder ähnliches gibt, wie der Agitator ja richtig schon gesagt hat, es gab ja keinen diesen groß erwarteten riesigen Rechtsschwung und selbst wenn es den gegeben hätte, dann würde von der Leyen wahrscheinlich sich Richtung Meloni und Le Pen irgendwie orientieren. Das heißt, sie werden ihre Macht wohl schon, die Machtbasis erhalten können. Das heißt, da kann man ja einfach faktisch nichts machen. Und ich hatte im Vorfeld der Europawahl mir einen Beitrag angesehen von Fabian Lea, in dem er auch über das Europaparlament nochmal gesprochen hatte und dort den Punkt gebracht hat, dass während der Corona-Pandemie eine Richtlinie, eine Regelung durchgebracht wurde, die zum Beispiel der EU-Kommission im Krisenfall
extrem starke Sondervollmachten geben würde, mit denen man das Parlament de facto ausschalten könnte. Das heißt, selbst wenn seine Mehrheit dagegen oder gegen die Kommission geben würde, könnte eine Kommission, die autoritär vorgeht, mit Unterstützung der Staats- und Regierungschefs das Parlament wahrscheinlich sogar sehr, sehr stark schwächen. Noch stärker, als es aktuell eh schon geschwächt ist. Das ist ja jetzt schon der Fall. Ich meine, wenn die jetzt die einzigen Anträge, die dort verhandelt werden, die einzigen Initiativen, die dort verhandelt werden, die kommen ja aus der Kommission oder im Rat. Und wenn denen nicht passt, wie das im Parlament verhandelt wird, dann ziehen sie das auch einfach wieder zurück. Das heißt, man hat die ganze Zeit dort umsonst verhandelt. Ja, das ist, glaube ich, so ein Problem in der EU und daran wird auch das BSW mit nur 6 Abgeordneten wahrscheinlich nichts ändern. Deswegen hatte ich es ja schon gesagt, das Europaparlament wird eher eine Bühne sein und deswegen ist, glaube ich, auch die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Ich meine, das haben die BSW-Kandidaten im Wahlkampf wirklich gut gemacht. Ich habe Fabio De Masi gesehen, wo er in zahlreichen Formaten zu Gast war. Michael von der Schulenburg habe ich gesehen, dass er ein gutes Interview bei Flavio von Witzleben gegeben hat. Friedrich Pirner war bei Punkt Preradovic auf dem Kanal zu Gast, also auch in den alternativen Medien. Das ist ja was, was ich auch immer wieder fordere, da man von den Mainstream-Medien nicht so gerne genommen wird. Also ich meine, die ARD hat ja sogar versucht, das BSW aus seiner Europa-Wahlarena rauszuhalten, ist da sogar vor Gericht gegangen und ja, das ist gescheitert. Also da muss man sagen, hat der deutsche Rechtsstaat das BSW noch in diese Show reingekriegt, aber das zeigt ja schon mal, dass die Öffentlich-Rechtlichen uns auf jeden Fall nicht freundlich gesonnen sind. Naja, das ist ja nur keine neue Erkenntnis. Ich meine, ich komme ursprünglich aus der Linken, ich hatte das Vergnügen auch. Vor allem wollen die jetzt ja noch vors Bundesverfassungsgericht ziehen, beziehungsweise sind doch gerade dabei, oder? Der Öffentlich-Rechtliche, weil man mit dieser Gerichtsentscheidung ein Problem hatte und möchte das jetzt allgemein einfach mal geklärt sehen. Das wird auch nochmal sehr interessant. Ja. Ja, definitiv wird das jetzt nochmal interessant. Viel interessanter hätte ich es hier gefunden, wenn sie das hier vor der Wahlarena gemacht hätten. Aber ich denke mal, das haben sie auch aus strategischen Gründen auch erst danach gemacht und das Urteil auch erstmal geschluckt. Aber da sieht man, dass die öffentlich-rechtlichen Medien doch leider einen einseitigen Meinungsbild hinterherlaufen und nicht mehr auf Pluralität setzen. Und das, wie schon meine alten Partei war, wenn man da nicht mehr auf Pluralität setzt, ja, dann gewinnen die kleinen Schreihälse eben. Ja, das ist halt so die Frage. Man hat ja sowohl mit der EU eine Institution, die in vielen Bereichen ganz, ganz große Probleme hat. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ja ähnlich so. Und da würde mich mal interessieren, wie sich die Partei dahingehend verhalten sollte. Also den Glauben, kann man diese Institutionen reformieren? In welchem Umfang kann man sie reformieren? Inwiefern ist das politisch auch realistisch? Oder was für andere Möglichkeiten gibt es da? Also ich bin jetzt weit davon entfernt, diese Institution vollständig durchdrungen zu haben. Aber das allererste wäre mal, dass bei der Besetzung von Intendanten eher auf Fachlichkeit als auf Parteibuch geguckt wird. Ich meine, und dass es auch eine Wand gibt zwischen Bühne, zwischen einem Intendant und einem Redakteur und der politischen Funktion, denn das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, das ist eher eine Drehtür gewesen. Und das hat eben nicht bloß auf den einzelnen Effekt, sondern das hat auch den Effekt, dass Leute, die hoffen, mal durch diese Drehtür zu gehen, dann entsprechend positiv berichten und ihre Sendung positiv bestimmten Parteien gegenüber einstellen. Das ist also, hat mit, naja, Überparteilichkeit dann auch nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur ein Hebel, der diese Überparteilichkeit dann ad absurdum führt. Ja, und da ist die Frage, wer soll das dann machen, diese Intendanten neutral zu besetzen? Ich meine, die Rundfunkräte sind ja zu einem guten Teil politisch gesetzt. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, okay, es dürfen maximal 30% Politiker drin sein. Über Umwege sind dann noch mehr Leute mit Verbindungen zu bestimmten Parteien in diesen Rundfunkräten. Also da müsste man ja die Rundfunkräte komplett neu besetzen, als dass es da irgendwelche Veränderungen geben würde in diesem System. Das wäre der Fall. Oder man guckt, dass die Rundfunkräte an sich ganz anders gebildet werden. Also ich meine, wenn ich mir natürlich jeden mit einem Parteibuch, der halt, jetzt mal böse gesagt, als oberster Chef eines Kaninchenzüchtervereins dort reinsetze, nur weil er eben
die Bevölkerung als Kaninchenzüchter dann repräsentiert, das ist jetzt böse gesagt, dann habe ich aber trotzdem einen Parteisoldaten drin sitzen. Ja, und an der Stelle sollte man vielleicht gucken, ob man auch ein Stückchen weit einen Teil der Rundfunkräte zumindest nach dem Zufallsprinzip besetzt. Aus der Bevölkerung, aus einem Pool raus. Warum nicht alle? Weil man auch eine gewisse Fachlichkeit, denke ich, auch im Rundfunkrat braucht. Und die Fachlichkeit, die hat nicht die gesamte Bevölkerung. Also du brauchst schon ein paar Leute, die dort fachlich wissen, was sie dort entscheiden. Also es braucht auch immer eine Zeit, bis man sich in sowas eingearbeitet hat. Ja, und es ist auch so, die Bevölkerung hat eine Meinung, die Bürger, das ist auch ganz wichtig. Es wird auch niemanden dem Bürger irgendwelche Fachlichkeit abstreiten, aber eine gewisse Erfahrung sollte da sein, damit die Bürger auch vernünftig vertreten werden, auch in ihrer Meinung. Und ganz wichtig ist auch zu sehen, dass so viele Menschen in Deutschland auch gar nicht politisch organisiert sind und auch gar nicht dieses politische Fachwissen haben, ohne abwertend zu klingen. Viele wollen einfach nur eine Berichterstattung haben, die auf beide Seiten abzielt, die genau auch alles beleuchtet, beide Seiten. Ich denke da einfach, da sollte wirklich jemand mit Erfahrung dann auch da drin sein. Jemand, der das schon ein bisschen länger gemacht hat. Das braucht er nicht studiert haben oder sowas. Ne, das kann er oder sie sein, die schon durch Multimedia etc. Schon Erfahrungen gemacht hat. Ne, darum, also da sollte man aufpassen. Und natürlich dann aber auch diesen Leuten dann auch Bürger zur Seite stellen, die auch mit den Medien zu tun haben, die täglich konsumieren und dann auch beratend zur Seite stellen. Und da braucht es dann auch keine Bürger, die jetzt so tief in den Themen drin sitzen, sondern die das auch einfach aus ihrer Sicht auch ganz normal bewerten können, aus ihrem Alltag heraus. Und dann denke ich, wäre so ein Rat auch gut aufgestellt. Ich würde jetzt vielleicht einmal, weil du gerade gesagt hast, Bürger können da oder gut bewerten. Ich glaube, viele Bürger können sehr gut bewerten, dass die Europäische Union, was ja auch so ein bisschen unser Thema ist, die EU-Wahl, dass die viel Überregulierung auch betreibt. Ich habe jetzt vor einigen Tagen gerade erst gelesen, dass nun ja bei Neuwegen seit diesem Jahr so ein Assistenzsystem drin ist, welches bei der minimalsten Geschwindigkeitsüberschreitung dann zum Beispiel einen nervigen Piepton von sich gibt. Das soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel sein. Da war ja im BSW-Programm auch die Aussage, wurde da ja getroffen, dass man Entscheidungen der EU, die aber auf nationaler Ebene bei uns unsinnig wäre, gar nicht umsetzen würde. Und das finde ich ist auch ein sehr guter Punkt gewesen. Ja, das ist auch definitiv so, weil rein von demokratischen Gesichtspunkten, dass die EU hat eine wesentlich geringere Legitimation als ein Bundestag zum Beispiel. Also alleine von der Repräsentanz der Bevölkerung. Und letztendlich ist es auch so, dass man hier auch lokal weiß, wie Dinge funktionieren. Das ist dieses Subsidiaritätsprinzip. Ich könnte jetzt jede einzelne Kommune aus dem Bundestag versuchen zu regeln. Das kommt nicht, das funktioniert nicht. Oder jeden einzelnen Betrieb, das hatten wir in der DDR, das funktioniert auch nicht. Ja? Sondern das muss schon auf der Ebene geregelt werden, wo es hingehört und wo man das tatsächlich entscheiden kann. Und wenn jemand in Brüssel meint, dass es hier in Deutschland so zu laufen habe, dann muss er eigentlich erstmal auch nachweisen, warum das Deutschland nie anders regeln könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und das findet einfach zu wenig statt. Also ich habe den Eindruck, dass zu viele Dinge auf die EU geschoben werden, dort durchgedrückt werden, in diesem eher wenig demokratischen Prozess, um dann in Deutschland als Gesetz zu gelten und das nationale Recht und die nationale Verfassung teilweise auch zu unterlaufen. Bestes Beispiel ist auch die Geschichte mit RT. Ich meine, wir haben eine Verfassung, also ein Grundgesetz, da steht drin, Zensur findet nicht statt.
Auf Deutschland sollte man das eigentlich, in Deutschland hätte man das gar nicht beschließen können, dass man RT jetzt einfach mal einen Hahn zudreht und damit eine Seite in einem Konflikt komplett ausblendet. Dafür brauchte man die EU. Aber die EU ist nicht demokratisch und die könnte man an der Stelle eigentlich, das könnte man eigentlich ignorieren. Das ist ja jetzt schon ein sehr gutes Beispiel, was du da gewählt hast. Was meinst du, warum macht das deutsche Bundesverfassungsgericht da nichts gegen? Ich meine, das verstößt ja ganz klar gegen Artikel 5 des Grundgesetzes. Ja, die Frage ist, wer ruft es denn an? Wer fechtet das denn durch? Also es ist ja eine EU-Regelung, das ist ja nichts, was in Deutschland als Gesetz entschieden wurde. Das heißt, du kannst nicht gegen ein deutsches Gesetz dort vorgehen. Du müsstest das auf europäischer Ebene machen oder es müsste jemand von unten anfangen durchzuklagen, dass er RT sehen will und sich da in seinen Grundrechten beschnitten fühlt. Und das kostet Zeit, Nerven, Energie und vor allem Geld. Was auch ganz interessant ist, was ich so wahrgenommen habe, dass seitdem wir diese von der Leyen EU auch haben, ist es so, dass die Kommission sich ja auch immer mehr Kompetenzen aneignet, die eigentlich ursprünglich ihr gar nicht zugeschrieben wurden, aber weil die einzelnen Nationalstaaten auch eben keine, ich bin mir nicht sicher, wie der Name formal richtig heißt, so Kompetenzverfahren angestrebt hat, ist es einfach so, dass es weiterläuft, wo kein Kläger, da kein Richter nach diesem Motto. Und das schränkt natürlich auch wiederum sowohl nationale Souveränität ein, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch demokratische Prozesse. Weil wenn, ich sag mal, 70-80% der Gesetze im Bundestag eigentlich nur Umsetzungen von dem sind, was in Brüssel beschlossen wird, dann ist der eigene Handlungsspielraum ja durchaus nicht mehr so sehr gegeben, wie er vielleicht gegeben sein sollte, damit man für die eigene Bevölkerung das Bestmögliche auch rausholen kann. Das ist auch so. Ja, das ist definitiv so. Die EU-Kommission handelt selbstständig, alleine. Es gibt keinerlei Überwachungsorgane, die ihre Entscheidung überprüft. Und so gesehen machen sie, was sie wollen. Da muss man ja auch so ehrlich sein. Und das ist nicht gerecht den Bürgern gegenüber, ne, weil halt diese enorme Regulierungswut da ja auch raus entsteht. Darf ich einmal ganz kurz einhaken? Wobei man ja auch sagen muss, dass die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission dabei tatsächlich stützen. Also wenn die Staats- und Regierungschefs sagen würden, nein, EU-Kommission, das wollen wir nicht, dann würde die Kommission ja auch nichts machen können. Und das wurde ja am Anfang auch schon gesagt, man schiebt so ein bisschen die unliebsamen Sachen nach Brüssel ab, was zum Beispiel national im Parlament und in der öffentlichen Debatte sehr breit getreten werden würde. Das schiebt man so ein bisschen hintenrum nach Brüssel durch, dann verschwindet das in irgendwelchen Ausschüssen, wird dann innerhalb von einer Stunde mit, keine Ahnung, 200 anderen Gesetzessachen durchgestimmt und dann ist es halt, hoppala, ist durch. So, konnten wir ja gar nichts gegen machen. Naja, ganz so ist es nicht. Also grundsätzlich, den Mechanismus hast du beschrieben, aber das mit einer Stunde wird es durchgestimmt, das stimmt so nicht. Es ist so, dass jede Vorlage auch in Brüssel auch eine reguläre Beratung hat, also in Ausschüssen und so weiter. Das ist nicht anders als im Bundestag. Das mit dem Abstimmen ist dort nur, weil eben alles an einem Tag abgestimmt wird. Also alles, was jetzt den Monat oder in den letzten 3 Wochen behandelt wurde, wird dann an einem Tag im großen Block abgestimmt. Ja, das sieht dann so ein bisschen komisch aus. Aber das ist nie so, dass es nie beraten worden wäre. Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also beraten wird es ja. Ja, und das Problem ist, dass über diese Debatten aus Brüssel normalerweise gar nicht berichtet wird, sondern wenn überhaupt nur über die Abstimmungsergebnisse, also wie gesagt, wenn überhaupt. Also manchmal wird nicht mal darüber berichtet, sondern dann erst, wenn es in nationales Recht umgesetzt werden muss. Also ja, also wenn das so ist, dass ich Brüssel nur noch über Martin Sonneborn mitkriege, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht, gerade mit dem Informationsauftrag, den unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch hat. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ja froh, dass inzwischen Bundestagsdebatten übertragen werden. Komplett. Aber warum passiert das nicht mit der EU? Ich meine, wir können auf Strom der Liebe oder was auch immer sehr gut verzichten. Das tangiert die meisten Bürger dieses Landes eher peripher. Aber das, was in Brüssel entschieden wird und dann im Bundestag umgesetzt werden soll und was für Initiativen dahinter sind und welche Interessen dahinter sind, das ist doch sehr viel interessanter.
Also was heißt der, es ist sehr viel wichtiger für die Bürger. Das wäre der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und den nimmt er nicht wahr. Ja, exakt. Und deswegen müssen die BSW-Kandidaten, die da jetzt ins Europaparlament eingezogen sind, du hast Sonneborn schon angesprochen, ähnlich wie er so eine Öffentlichkeit dafür schaffen. Ich meine, als Europakandidat, da wirst du eher eingeladen, da kriegst du Aufmerksamkeit und das solltest du auch nutzen. Also es wäre sehr fatal, wenn die jetzt einfach 5 Jahre nach Brüssel verschwenden und man nichts mehr von denen hörte, wie von leider den meisten Politikern, die nach Brüssel gezogen sind. Sonneborn ist da ein super Beispiel, weil das ist ja ein Typ, der, ich sag mal, auch in seiner Funktion als Parlamentarier gar nicht so häufig in den großen Medien vorgekommen ist, also jetzt nicht in die Talkshows groß eingeladen wird. Aber der hat ja trotzdem eine so starke, auch eigene Medienpräsenz und Medienmacht aufgebaut, dass wahrscheinlich, ich sag mal, von den Leuten unter 40 und diejenigen, die sich mit Politik befassen hat, haben sehr, sehr viele diesen Namen schon mal gehört. Und das ist ja auch so Hinblick auf, wie möchte man als BSW potenzielle Wähler erreichen, seiner Wählerschaft erreichen und halt weiterhin ausstrahlen. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den großen Leitmedien auch häufiger dabei ist, aber man muss sich auch, glaube ich, wesentlich oder viel, viel stärker auf eigene Kanäle und auf eigene Formen konzentrieren, wie man seine Botschaft auch ungefiltert an die entsprechenden Leute verbreiten kann, so wie das ein Sonneborn zum Beispiel auch macht. Auf jeden Fall. Da muss man aber auch eine Sache mit bedenken. Wenn du in einer Fraktion bist, dann hast du auch Sitze in Ausschüssen, dann musst du ganz anders mitverhandeln, als wenn du ein fraktionsloser Abgeordneter bist, der, wie er sagt, einmal zustimmen, einmal nicht zustimmen, also einmal Ja und Nein im Wechsel drückt. Das ist ja, macht er mittlerweile, das hat nicht mehr einen anderen Arbeitsaufwand. Das macht er mittlerweile nicht mehr. Das hat er früher gemacht, aber nachdem die Mehrheitsverhältnisse dann uneindeutiger geworden sind, nach 2019 hat er das nicht mehr gemacht. Na, also ich bitte dann einfach nur dann zu überlegen, dass es vielleicht, dass es zwar auch eine Aufgabe ist, nach außen kommunikativ zu wirken, das sehe ich auch so, aber dass es eben nur eine von vielen Aufgaben ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das ist sogar mit die wichtigste, weil wir am Anfang ja schon festgestellt haben, zumindest so wie ich es verstanden habe, dass man im Europaparlament nichts verändern wird. Also man wird mit den besten Anträgen, die man stellt, wahrscheinlich nichts verändern. Also wäre es ja eigentlich wirklich die Aufgabe, Öffentlichkeit zu schaffen und eben Aufklärungsarbeit zu leisten. Und sich vielleicht nicht, das ist so ein bisschen die Gefahr, was ich auch bei der Linken immer gesehen habe, dass man dann eine Reihe von Leuten hat, die sind dann ganz, ganz toll darin, fachlich super Anträge zu schreiben und fachlich super zu arbeiten, aber dann fehlt es daran auch, Figuren zu haben, die in der Lage sind, eine mitreißende Rede zu halten, die in der Lage sind, das, was gemacht wird, auch gut nach außen zu vertreten und zu kommunizieren. Aber ich glaube, mit Fabio und den anderen hat man da eigentlich schon sehr gute Leute, die das hinbekommen. Genau. Ich denke auch, man muss auch so eine gewisse Balance schaffen. Ne? Fachlich, inhaltlich. Vor allen Dingen, wir stehen ja auch dafür für Inhalt und nicht nur für Überschriften. Und eine öffentliche Aufmerksamkeit. Ich denke, das haben wir bis jetzt auch ganz gut hingekriegt, auch wenn wir gerade erst im Aufbau sind. Und ich denke, diese Erfahrungen, die werden auch weiterhin dann auch in dem EU-Parlament weitergetragen. Also ich sehe das ganz optimistisch, dass wir da eine gute Balance hinbekommen. Und darauf freue ich mich schon. Ich freue mich schon, zum Beispiel Fabio oder hier Dr. Pürner endlich dann auch im EU-Parlament reden zu hören. Ja, das ist ja so ein Zweiklang. Also man braucht natürlich eine inhaltliche Kompetenz und man braucht auch gleichzeitig Leute, die das nach außen entsprechend auch tragen können. Im besten Fall geht beides sogar in einer Person, aber der Tag hat auch noch 24 Stunden. Wenn du 10 Stunden irgendwelche Anträge und Sachen durcharbeitest, dann kann ich es total nachvollziehen, dass du nicht noch 3 Stunden in irgendwelche Interviews gehen möchtest und das auch kräftetechnisch gar nicht kannst. Deswegen, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das BSW verschiedenste Leute hat. Der Inhalt stimmt und dann muss man eine Arbeitsteilung vornehmen und das gut koordinieren. Ja, ich glaube, damit können wir vom Thema Europawahlen auch zu den Landtagswahlen kommen. Das BSW hat ja in Sachsen 12,6% bei den EU-Wahlen geholt. Das ist deutlich besser als in Westdeutschland. Also in Westdeutschland ist das BSW, ich glaube, in fast allen Bundesländern unterhalb der 5%-Hürde geblieben. In Ostdeutschland ist es fast überall zweistellig gewesen. Das ist eine sehr interessante Divergenz.
Was meinst du, bringt uns das für einen Ausblick auf die Landtagswahlen in Sachsen? Du bist ja Mitglied im Landesverband Sachsen. Also, was meinst du, sagt das schon mal über die Landtagswahlen aus? Also, ich gehe davon aus, dass wir die gute Chance haben, auch bei den Landtagswahlen zweistellig zu werden. Ich meine, die Unzufriedenheit hier im Land ist so groß und es gibt auch keine direkte Bindung an die, was man im Westen vielleicht etablierte Parteien nennen würde. Das ist auch genau das, weswegen in Sachsen oder überhaupt in Ostdeutschland die Wahlergebnisse immer ein bisschen anders aussehen. Es gibt einen anderen Erfahrungshintergrund und gerade jetzt auch im Bereich der Außenpolitik, was man jetzt eben erlebt mit dieser einseitigen Berichterstattung, dieser teilweise schon Frontberichterstattung, dem Dämonisieren von politischen Gegnern, das ist bekannt. Die Älteren kennen das noch. Das war in DDR-Zeiten genauso. Ne, da saß der politische Gegner halt auf der anderen Seite der Grenze. Den kannte man nicht. Ne? Und da hat man so eben diese Spitzen immer mit eingestreut. Und das ist bekannt, diese Methodik. Von daher ist die Sensibilität auch anders da. Das stimmt. Ich glaube, das Thema sollten wir auch noch mal ansprechen. Ihr braucht noch Unterschriften für die Landtagswahl, Genau. oder? Erklär mal, was es damit auf sich hat. Also folgendes. Du kannst in Sachsen, aber ich glaube auch in Brandenburg oder in Thüringen, es ist eigentlich relativ egal, du kannst nur zu einer Wahl antreten, wenn du entweder schon in diesem Parlament sitzt und dadurch eigentlich bewiesen ist, dass du eine gewisse Basis hast, die deinen Wahlantritt man nicht ganz erfolglos erscheinen lässt. Oder aber, wenn das nicht der Fall ist, musst du Unterschriften sammeln. Das ist das, was uns als BSW jetzt bei jeder Wahl erstmal trifft am Anfang. Das war bei den Kommunalwahlen so und jetzt ist es bei der Landtagswahl wieder so. Wir haben jetzt noch 1,5 Wochen Zeit, genügend Unterschriften zusammenzukriegen. Das Verfahren ist dort folgendes. Es gibt bei uns auf der Webseite vom BSW Sachsen eine Unterseite für die Landtagswahlen. Dort gibt es Formulare, die sind von dem Landeswahlleiter bzw. den Kreiswahlleitern sozusagen erstellt. Die kann man auch runterladen, doppelseitig ausdrucken. Also wichtig, beides auf einem Blatt. Seine Daten eintragen und unterschreiben, ganz wichtig, sonst wird es nicht anerkannt. Und dann geht es zur Meldebehörde. Die Meldebehörde sagt einfach nur, ist derjenige überhaupt wahlberechtigt? Also kann seine Unterschrift gezählt werden? Das bestätigt sie. Und wenn das gemacht ist, dann muss das Ganze zum BSW zurück, dass es dann diese Unterschriftenformulare beim entsprechenden Wahlleiter abgeben kann. Für ganz Sachsen, für die Landesliste, die wir erstellt haben, also Zweitstimme, brauchen wir 1.000 dieser Unterschriften. 1.000. Wie viele habt ihr Und schon? jeder Direktkandidat, der irgendwo aufgestellt wurde, damit er überhaupt auf dem Wahlzettel auftaucht, braucht 100. Und jetzt guck dir mal so eine Region an, wie hier zum Beispiel mein Landkreis Bautzen. Der hat ungefähr die Größe vom Saarland. Da kann man sich überlegen, was das für ein logistischer Aufwand dort ist. Deswegen, wie weit seid ihr denn schon? Also wir haben ein Stückchen weit über der Hälfte bis jetzt. Also wir sind noch nicht durch, ne? Aber wir sind guter Dinge, dass wir es schaffen. Vor allem aber braucht man Leute, die mit unterschreiben, die sich dort dran mit beteiligen. Denn wenn jeder nur sagt, naja, es wird schon ohne mich klappen, dann geht's schief. Und das darf eigentlich nicht passieren, weil wenn am Ende es sieht so aus, als würde SPD, Grüne, Linke nicht über die 5% kommen, das heißt, es gibt dann nur noch zwei Parteien, gäbe nur zwei Parteien, wenn das BSW nicht antritt. Und das wäre die Blaue. Und das wären die Schwarzen. Und die Wahl gefällt mir nur ganz und gar nicht. Das wäre auch ein interessanter Ja, auch Landtag nicht. dann. Naja, da wäre dann die Gefahr groß, dass es dort eine absolute Mehrheit für die Blauen gibt. Mit allen Konsequenzen. Ja, also an alle Zuschauer jetzt, geht auf die Seite des BSWs, wenn ihr in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg wohnt und ja, ladet euch das Formular runter, schickt es dann ans BSW. Ich lade den Talk auch heute noch auf YouTube hoch, dass das alle rechtzeitig sehen.
Ja, das dürften die Leute, die da wohnen, auch hinkriegen. Also du meintest ja, du bist guter Dinge, dass ihr die Unterschriften noch rechtzeitig zusammenbekommt. Ja, also also ich muss sagen, wir arbeiten ja wirklich gut im Team zusammen. Wir haben ja die Strukturen noch gar nicht. Also wir sind eine Partei ohne großartige Strukturen. Wir haben einen Landesverband und wir haben Regionalverantwortliche, aber die sind auch nur eingesetzt. Und der Rest ist alles, naja, eine Organisation, die sehr, sehr fluide ist, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte die Vorbereitung der Kommunalwahl. Ich bin hier Regionalverantwortlicher im Landkreis Bautzen. Mich hat es vor Ostern für 4 Wochen komplett gesundheitlich rausgewedelt. Und in der Zeit haben sich die Kandidaten mit den Unterstützern, die wir damals noch schon hatten, das waren damals nicht viele, weil aus datenschutztechnischen Gründen haben wir den Kontakt nicht gekriegt. Aber die haben sich selber organisiert, haben super Teamwork gemacht, haben sich immer in kleinen Teams getroffen, haben Dinge organisiert. Und ich muss sagen, Hut ab. Also das habe ich selbst bei der Linken nie erlebt. Und aller Ehren wert, kann ich nur sagen. Klasse Teamleistung. Ja, und wie ich es gehört habe, bist du auch schon optimistisch für die Landtagswahl. Also jetzt mal so allgemein gefragt, was wären denn die Themen, die in Sachsen gerade am wichtigsten sind, wofür ihr euch am ehesten einsetzen würdet? Also es gibt eine ganze Reihe von Themen. Also die Baustellen sind enorm. Also wir haben das Bildungssystem. Das Bildungssystem in Sachsen ist CDU-mäßig auf Kante genäht worden. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel gar nicht genug Lehrer da waren. Als wir die Lehrer noch ausgebildet haben, wurden sie nie eingestellt, weil es kostet ja auch was. Und ein Lehrer zu viel, das war der Staatskasse nie zuzumuten. Dann hatten wir zu wenig Lehrer und haben festgestellt, na, es wollte auch keiner mehr Lehrer werden. Aus entsprechenden Gründen vielleicht. Und das Ergebnis war, dass wir eben einen Lehrermangel haben, wirklich einen chronischen Lehrermangel. Wir haben Quereinsteiger und wir haben tatsächlich ein Maß an Fehlstunden erreicht, das mit dem Bildungsstaat eigentlich nie vereinbar ist. Dazu kommt auch noch, dass wir die Schulen, die werden ja auf kommunaler Ebene gebaut. Also der Landkreis oder die Gemeinde baut die Schule und der Freistaat betreibt sie. Das heißt, der kümmert sich um alles, was Personal angeht und Lehrinhalte. Und so eine Kommune kann nur eine Schule bauen, wenn sie Fördermittel kriegt. Mit entsprechenden Eigenanteilen muss sie das leisten. Die klammen Kommunen in Sachsen, also wir reden jetzt wirklich über einen Investitionsstau, der gigantisch ist. Die klammen Kommunen in Sachsen können ohne Fördermittel nicht arbeiten. Und die Fördermittel sind daran gebunden, wie die Entwicklung an Schülern bis dato ist. Aber wenn sich schon das abzeichnet, was schon in der Zukunft zu mehr Schülern führt, dann kann man das trotzdem nicht einplanen, weil dann die Förderung weg wäre. Das heißt, das hat schon mehrfach dazu geführt, dass man die Schulen gebaut hat, festgestellt hat, dass es nicht ausreicht und dann nochmal hinterher bauen musste, anstatt gleich auf das richtige Maß, auf die richtige Schulgröße zu kommen. Und das ist eben auch so alles auf Kante genäht und das funktioniert auch nicht. Und das hat man auch gemerkt, als die Flüchtlinge kamen. Wir brauchen ja Schule auch zum Integrieren. Das ist ja ein Teil. Und wenn wir schon bei der Schule auf Kante genäht sind, dann können wir solche Spitzen auch nur bedingt abfangen. Steht da die Schuldenbremse hinter oder war das der Wille der Thüringer, sag ich schon, der sächsischen Sachsen. Landesregierung, das überzuerfüllen? Das ist beides. Also auf einer Seite die Schuldenbremse, auf der anderen Seite hat die sächsische CDU sich nicht nur die schwarze Null auf die Fahne geschrieben, sondern die wollen auch Schulden abbauen. Ja, aber die bauen die Schulden ab auf Kosten der Kommunen. Und das ist ja nicht bloß die Landesebene, das ist auch die Bundesebene. Wir haben gerade die Situation, dass alle Landkreise in Sachsen, wirklich alle, finanziell nicht auf die Reihe kommen. Wir haben den nächsten Doppelhaushalt, 25, 26, das wird ja immer für 2 Jahre beschlossen. Und die kriegen ihre Haushalte nicht dicht. Das hängt aber damit zusammen, dass eben die Sozialkosten nicht weiter durchgereicht werden. Das hängt auch ein bisschen mit den Biografien zusammen. Die Altersgrundsicherung, überhaupt die Grundsicherung, ist eine kommunale Leistung.
Wir haben es hier in Sachsen aber mit einer Situation zu tun, dass ganz viele Leute eben auch nach der Wende sehr viele sehr interessante Berufsbiografien haben. Wir haben auch das Thema Outsourcing gehabt. Das hatten wir ja auch mal besprochen. Da war es so, dass eine Krankenhausküche, jetzt mal als Beispiel, eine Krankenhausküche war früher zu DDR-Zeiten an dem Krankenhaus mit dran. Das heißt, das war ein Angestellter des Krankenhauses. Dann kam das Thema Outsourcing und auf einmal war das ein eigener Betrieb. Das Krankenhaus hat seine Küche zugemacht und dieselben Leute durften sich dann nochmal im Betrieb bewerben mit dem Ergebnis, dass sie 2/3 von dem vorherigen Lohn kriegen. Die fielen nämlich nicht mehr unter den Tarifvertrag. Und diese Erwerbsbiografien, diese Einkommensbiografien gehen jetzt auch langsam in Rente. Die Rente reicht dann logischerweise nicht aus und die fallen in Grundsicherung. Und das geht dann auch weiterhin mit zum Beispiel mit der Pflege. Natürlich war dann die große Diskussion unter Schröder, ja, wir müssen die Lohnnebenkosten senken oder stabil halten. Ja, aber die Kosten sind nicht stabil geblieben. Und deswegen reicht auch das, was an Pflegegeld nicht auskommt, aus, um zum Beispiel diese Leute in den Pflegeheimen auch ordentlich zu pflegen. Das heißt, auch hier springt die Kommune wieder ein. Bei der Jugendsozialhilfe genau dasselbe Spiel. Und das führt dazu, dass wir den Landkreis oder die Landkreise nicht dicht bekommen mit dem Haushalt. Die ganzen kommunalen Leistungen im sozialen Bereich, die aufgrund von bundespolitischen Entscheidungen dort landen, die können wir nicht mehr kompensieren. Und das bedeutet eben auch, dass wir die freiwilligen Leistungen dahinter stecken. Also zum Beispiel Sportförderung, Kultur, Betrieb von Musikschulen, Volkshochschulen, all diese Geschichten, dass das alles im Feuer steht. Und das ist ja, ja. Das das Lebensumfeld der Menschen wirklich hart betrifft. Ja, also das kann ich, das ist ja nicht nur bei euch so. Hm. Ach ja, ich war früher schon mal in Bautzen, ich finde es eine sehr schöne Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du wieder willkommen. Ja, ich komme auch gerne nochmal wieder vorbei. Nee, aber auf kommunaler Ebene ist das wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz viele Sachen werden auf kommunaler Ebene durchgetragen, die wir selber tragen müssen. Ein Beispiel in Emden, wie bei uns erwartet uns bis 2026 ein Haushaltsdefizit von minus 26 Millionen Euro. Nur in unseren kleinen Emden mit 50.000 Einwohnern. Und jetzt wurde jetzt auch noch beschlossen, dass bei uns jetzt 3 Kliniken zumachen werden und dafür eine Zentralklinik gebaut wird. Ne, unsere Gesundheitsversorgung wird schlechter, die Arbeit wird verdichtet und es gibt weniger Betten. Und Emden muss einen Kostenanteil von 80 Millionen Euro tragen. So, und da frage ich mich jetzt schon, wie die Kommunen in Zukunft überhaupt noch handlungsfähig sind, wenn alles auf die Kommunen abgewälzt werden. Und da müssen wir ganz klar egal welchen Landtagswahlen, da müssen wir drauf reagieren. Weil die Kommunen, das ist das Kleber, wo die Menschen leben. Das ist der Zusammenhalt. Und da muss ganz klar ein Auge drauf geworfen werden. Weil das für die Menschen halt sehr wichtig ist, da auch ein Umfeld zu haben, wo sie auch leben können, wo sie auch vernünftig arbeiten können und wo sie auch eine Gesundheitsversorgung haben zum Beispiel. Und das wird ein ganz wichtiger Augenmerk für uns auf den Landtagswahlen, überall, denke ich. Ja, also Gesundheitsversorgung ist das nächste Thema. Mhm. Natürlich, wir sind ja froh, dass wir noch ein kommunales Klinikum hier haben, ne? Aber bei den Hausärzten sieht es wirklich ganz düster aus. Also wir haben die Hausärzte, die haben bei uns im Kreis, glaube ich, einen Altersdurchschnitt von über 60. Und dann weißt du, wie viele in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Und ich habe selber in der Familie erlebt, da gibt es keinen, der nachfolgt. Also wenn in einem Jahr fünf Ärzte in Rente gehen und du kriegst vielleicht nur einen nachbesetzt, ja, die Patienten müssen ja weiter versorgt werden. Wir haben ja einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Das heißt, die Leute sind multimorbide. Die müssen irgendwo behandelt werden. Und die können nicht irgendwo bis Buxtehude fahren. Also nichts gegen Buxtehude, aber es ist vielleicht eine schöne Stadt. Aber den Weg kann man den Leuten in der Regel nie zumuten. Und deswegen muss auch der Arzt auf dem Land wirklich einen Anreiz haben, diese Aufgabe auch zu übernehmen. Das Ganze mit medizinischen Versorgungszentren zu regeln, wird so nicht funktionieren, weil dort arbeitet der Arzt ja nach einem Arbeitsvertrag mit festen Stunden.
Und der kann nicht genau das abfangen, was jetzt ein normaler selbstständiger Arzt abfängt. Ganz einfach, weil der mehr Stunden arbeitet. Das muss man eben wissen. Es ist sowieso ein Unding. Also normalerweise sollte der Arzt mit 8 Stunden noch auskommen. Das ist dann eine Frage, wie kannst du das besetzen? Aber wir brauchen ja erstmal Ärzte, die es überhaupt besetzen können. Und das ist bei der Situation hier vor Ort ein Riesenproblem. Und das nächste ist, wenn die Kommunen so ausgestattet sind, wie ich gerade geschildert habe, haben wir hier noch ein besonderes Problem mit dem Thema Strukturwandel. Strukturwandel bedeutet, dass wir hier als Kohleregion einen wichtigen Wirtschaftszweig komplett verlieren in den nächsten Jahren. Und da muss irgendeine Kompensation her. Ich kann nur mal empfehlen zu gucken, was passiert, wenn eine Struktur sich verändert und es kommt nichts, was sozusagen dort anschlussfähig ist. Das haben wir keinen Strukturwandel, da haben wir einen Strukturbruch. Das kennen die Leute und das wollen die nicht nochmal erleben. Das ist ganz, ganz interessant, weil ihr hattet ja eben über die Finanzpolitik auch gesprochen oder über die Finanzsituationen. Das ist ja eine Sache, die teilweise, wie ja auch richtig gesagt wurde, mit den Landesregierungen zu tun hat, aber am Ende ja auch auf die Schuldenbremse und auf die Bundesvorgaben zurückzuführen ist. Deswegen würde mich interessieren, für wie realistisch man, ich sag mal, eine grundlegende Veränderung nach den Ostwahlen überhaupt, für wie realistisch man das halten kann. Weil wenn ich jetzt gehört habe, die CDU zum Beispiel auch in Sachsen hat ja über ganz, ganz viele Jahre eigentlich das alles verbockt, was man gerade quasi als Trümmerhaufen vor sich liegen hat. Und nachher gibt es wirklich ein Parlament aus CDU, AfD und BSW, dann steht man ja vor einer Situation, in der man irgendwie, ja, wie sind da die Optionen? Also ich sag mal, es ist dann keine Wohlfühloption möglich. Auf der einen Seite ist es so, dass, das haben wir auch gesagt, dass wir auf keinen Fall nur um des Regierens willen irgendwelche Koalitionen eingehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ein Land nicht unregierbar machen können. Also wir müssen es wirklich an Sachfragen festmachen und die CDU auch dort festklopfen. Das haben schon vor uns Koalitionspartner probiert. Und das Ergebnis war, dass die CDU dann zwar diese tollen Verträge gemacht hat und am Ende aber von den tollen Verträgen ganz, ganz wenig umgesetzt wurde. Und dort, wo die CDU blockieren konnte, was sie nur gar nicht wollte, das hat sie einfach blockiert. Ne? Da gab es dann immer noch Gesprächsbedarf. Man kann es ja wirklich ziehen über 4, 5 Jahre und am Ende klebt man dann an seinen Sitzen eher als an seinem Programm und das ist eine Sache, die wir mit uns mit Sicherheit nicht machen lassen. Also, ist das nicht? Ja. Also das ist, wir machen es an Sachthemen fest und wir müssen es auch von vornherein klar machen, dass uns das Regieren nicht so wichtig ist, als dass wir dort irgendwelche Abstriche machen. In substanzieller Art. Sind zum Beispiel auch Minderheitsregierungen eine interessante Option? Ja, das ist eine interessante Option. Also bin ich gerne ein Freund von, zumal das dafür sorgt, dass auch eine Regierung anfangen muss zu argumentieren und nicht bloß mit einer Mehrheit abstimmen muss. Ja. Allerdings haben wir eben, das hatte ich schon gesagt, wir haben jetzt Haushaltsjahr. Das heißt, das nächste Jahr 25, 26 ist der nächste Doppelhaushalt. Viele Programme, die in Sachsen überhaupt, egal ob auf kommunaler oder Landesebene laufen, sind an Haushaltsfragen gebunden. Das ist wieder so eine Dummheit eigentlich, die dort stattfindet. Ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel Berufsorientierung bei Schülern. Das ist an ein Förderprogramm gebunden, wo die Kommunen einen kleinen Eigenanteil zahlen und der Rest kommt vom Land. Wenn das Land aber keinen Haushalt aufstellt, kann es diesen Förderanteil nicht leisten. Und die Kommunen haben eben auch keine Planungssicherheit. Und das bedeutet, dass die Leute, die Aufgabe machen, dann plötzlich mal kurz ihren Job los sind. Weil eben keiner diesen Fördertopf beschließen kann. Also wenn der Haushalt nicht beschlossen wird, heißt das Haushaltsführung ohne Ermächtigung. Und ohne Ermächtigung ist eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist für alle Seiten. Und da fallen eben auch solche Sachen aus wie diese zum Beispiel Berufsorientierung. Und das ist wieder die Dummheit in der CDU in Sachsen, die eine Daueraufgabe nur an irgendwelche befristeten Finanzierungen bindet. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir in 5 Jahren keine Schüler mehr haben, die sich nicht mehr orientieren müssen. Also ich sage auch, in 10 Jahren werden wir das Thema immer noch auf dem Tisch haben. Also eine Daueraufgabe müsste auch an eine dauerhafte Finanzierung gebunden werden. Das müssen wir auch einfordern. Weil diese Dependenzen, die dadurch entstehen, auch zwischen Ländern, Land und Kommune, die bremsen alles aus.
Jetzt ist mir meine Frage entfallen. Stimmt, zu den Minderheitsregierungen. Meinst du wirklich, dass die CDU bereit wäre zu so einer Minderheitsregierung? Das ist ja eher unwahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht. Also ich bin ja nicht bei der CDU. Ich könnte höchstens mutmaßen, aber ich sag mal so, wenn die sich nicht rühren und wenn die auf diese Sachen nie eingehen und diese Sachen auch mit Willen umsetzen wollen, dann wird es keine Koalition geben. Da bin ich fest von überzeugt, weil Statisten, Mehrheitsbeschaffer für eine CDU-Regierung sind wir nicht. Wir wollen schon inhaltlich was verändern. Und wenn das mit der CDU nicht möglich ist, dann gibt es bei der Koalition eine klare Absage. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, was mir auch in den letzten Monaten und Wochen jetzt aufgefallen ist, im BSW, wir zeigen klare Kante, auch innerlich, auch nach außen, und bei uns muss das auch ganz klar sein, was wir auch vorher gesagt haben, eine signifikante Verbesserung für die Bevölkerung. Das ist immer wichtig, und ich finde es auch momentan so schön, wie wir die CDU vor uns hertreiben, die ja jetzt in inneren Konflikten auch zum Teil da ja auch jetzt sind, mit wem sollen sie jetzt eine Regierung machen, irgendwann mal später auf Landes- und Bundesebene. Wobei sich Alice Weidel ja auch schon in der Weltwoche angebiedert hat an die CDU. Ist auch ganz interessant zu sehen, ist aber ein anderes Thema. Und wie gesagt, wir werden unsere klare Kante zeigen. Wir wollen Verbesserung für die Bürger, dafür haben wir die Partei gegründet. Und wenn die CDU sagt, die machen das mit, dann mal gucken, was passiert. Und zur Not kann man immer noch eine Regierung wieder auflösen. Aber wichtig ist, dass wir eine Verbesserung für die Bürger erreichen. Und das muss vor uns an erster Stelle stehen und nicht wie bei unseren alten Partei, dass wir da eine Funktionärs- und Postenpartei werden. Das ist ganz wichtig und dafür gibt es uns und dafür haben wir uns gegründet. Ich frag mich halt immer so ein bisschen, ob man mit den Parteien, die über so viele Jahrzehnte so viel Unheil angerichtet haben und sich ja nie einen Finger krumm gemacht haben, das zu ändern, auch in den letzten Jahren nicht, die ja überhaupt erst die Grundlage für den Aufstieg der AfD geschaffen haben, warum sollten die auf einmal jetzt eine ganz andere Politik machen? Und ich hoffe einfach, dass das BSW dahingehend eben nicht am Ende nur ein Mehrheitsbeschaffer für die etablierten Parteien ist, um die AfD nochmal wieder 5 Jahre zu verhindern. Weil wenn wir in andere Staaten gucken, dann ist es doch so, dass die Christdemokraten oder die Konservativen und Liberalen früher oder später dann doch mit den nationalen Kräften zusammengehen und irgendwie kooperieren. Also ich glaube auch bei uns, dass es früher oder später in irgendeiner Form Kooperation zwischen CDU und AfD geben würde. Und dementsprechend sollte man nicht die Partei sein, die sich jetzt vor den Karren spannen lässt, um das nochmal 5 Jahre irgendwie aufzuschieben, sich dann selber in diesen Einheitsbrei-Block reinbegibt und dann dadurch auch aufgerieben wird. Naja, also was das angeht, muss man erstmal sagen, jedem, der irgendwie in der politischen Richtung unterwegs ist, zumindest grundsätzlich mal was Gutes unterstellen, dass er die Gesellschaft verändern will. Wir streiten uns am Ende lediglich über Richtung und Maß. Das ist in den meisten Fällen so. Und dann gibt es eben auch den Mechanismus des Machtapparates. In Sachsen haben wir jetzt seit 35 Jahren, also fast 35 Jahren, eine CDU-Regierung. Die CDU hat in Sachsen funktionell, nicht inhaltlich, aber funktionell die Rolle der SED übernommen. Das hören die mit Sicherheit nicht gern, aber es ist schon so, dass das ein Karrierenetzwerk ist und ein Verteilnetzwerk für öffentliche Aufträge mitunter auch. Und das zeigt sich auch dadurch, wie zum Beispiel in Verwaltung Posten besetzt werden. Ne, also da ist das Parteibuch wichtig, ne, und das zieht sich dann durch. Da wird dann sozusagen Kompetenz mit Parteibuch ersetzt oder gleichgesetzt. Kann man sehen, wie man will, aber das war zu DDR-Zeiten bei der SED, glaube ich, nicht so viel anders. Und es gab auch, es gibt eben auch in der CDU Leute, die es wirklich aus einem gewissen Idealismus agieren. Am Ende ist es wichtig, dass solche Leute sich in der Partei durchsetzen. Und gut, das ist aber ein Problem, das die CDU dann hat. Also wir müssen gucken, dass wir tatsächlich auf der Sachebene bleiben, dass wir
dass wir nicht als Karrieresprungbrett dienen. Das ist auch der Grund, warum wir so langsam wachsen, weil wir eben diese Mitfahrer gerne draußen halten wollen. Ne? Wir wollen schon Sachpolitik machen, wir wollen auch für Inhalte stehen und dann nicht irgendwelche Kompromisse machen, weil Person XY gerne Pöstchen Z haben möchte. Gilt das, was du über die CDU in Sachsen gesagt hast, auch für die SPD in Brandenburg und die Linke in Thüringen, die dort ja aktuell die Ministerpräsidenten stellen? Wahrscheinlich ja, oder? Ich kann für Brandenburg und Thüringen da nicht so sprechen, aber es ist in Thüringen ist ja so, dass es dort tatsächlich einen Regierungswechsel gegeben hat. Also die CDU war lange Zeit dort am Ruder und ist jetzt in der Opposition. Und so ein Wechsel sorgt dafür, dass es auch ein paar Brüche gibt. Das heißt, dass ein paar Leute, die dort wegen Parteibuch in irgendwelche Positionen geschoben worden sind, dass die eben in andere Positionen dann kommen, wo sie vielleicht nicht so viel Verantwortung haben, also sich dann um Papierbeschaffung und Ähnliches kümmern. Wobei man ja sagen muss, in Thüringen, glaube ich, ist der Verfassungsschutzpräsident doch auch von der CDU, oder? Also die scheinen da doch noch in den Strukturen entsprechend drin zu sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre, du ich war der Meinung... Du kriegst es ja auch so schnell nicht raus. Also wer einmal verbeamtet ist, den kriegt man ja so schnell nicht raus. Man kann ihn höchstens auf eine andere Stelle schieben. Und in Thüringen ist ja die Situation auch so, dass es keine Mehrheit gibt. Also die Thüringer Landesregierung hat keine wirkliche Mehrheit. Hat sie nicht. Das ist eine Minderheitsregierung. Das ist wirklich eine Sache, die relativ neu ist und die dem Land aber am Ende auch nicht gut tut, weil wirklich wegweisende Entscheidungen nie getroffen werden können. Also es hat alles sein Für und Wider. Eine Minderheitsregierung muss natürlich argumentieren, aber die begibt sich auch in die Hände ihrer Opposition und die Opposition muss ja nicht immer wohlmeinend sein. Die können auch sagen, naja, was ist es jetzt uns wichtiger, dass es dem Land mit dieser Entscheidung besser geht oder mit der anderen Entscheidung wir die Chance kriegen, so zu meckern, dass wir demnächst wieder in den Sitzen sitzen, wo wir hinwollen. Und wir müssen auch beachten, zum Beispiel bei Thüringen, da wo eine Minderheitsregierung ist. Thüringen hat eine der höchsten Armutsquoten der Bundesländer. Da herrscht faktisch Stillstand und das Wirtschaftswachstum ist auch einer der untersten von allen Bundesländern. Darum, wenn da können keine klaren Entscheidungen getroffen werden, weder für Menschen noch für die Wirtschaft. Und das ist so immer auch so ein bisschen gefährlich an Minderheitsregierungen. Wenn man sich dann mit anderen Parteien aufreiben muss, dann lieber klare Verhältnisse. Und wenn die klaren Verhältnisse geschaffen sind, entweder du erreichst was in der Regierung oder du musst halt in der Opposition was erreichen. Genau. Und daher finde ich da Minderheitsregierungen doch sehr, sehr kritisch, weil es letztendlich nicht den Leuten hilft. Am Ende kommt es darauf an, dass man schaut, was ist jetzt für das Land das Beste. Ne? Wenn ich keine wirklichen wegweisenden Entscheidungen in den nächsten 5 Jahren treffen muss, kann ich auch mal eine Minderheitsregierung probieren, dann kann ich es versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, naja, gut, Pech. Aber wir sind jetzt nicht in der Situation. Also wir haben in dem Land solche Probleme, dass wir tatsächlich tiefgreifende strukturelle Veränderungen durchbringen müssen. Und da braucht es auch eine stabile Mehrheit, die das durchbringen kann. Und kein Lavieren und keine parteipolitischen Spielchen in der Minderheitsregierung. Das hält das nicht durch. Das muss ich leider so sagen. Also ich würde mir halt... darf ich noch einmal ganz kurz? Ne, ich wollte nur kurz ergänzen zu Stefan Kramer, den du eben angesprochen hattest. Der ist nicht bei der CDU, sondern bei der SPD. Da wurde auch gerade vom Chat korrigiert. War das nicht? Ich hatte eben auch noch mal einmal geguckt und beim Landesamt für Verfassungsschutz habe ich hier Kramer, da stand was mit CDU. Ja, als Schüler trat er der Jungen Union, später der CDU bei. Also der ist bei der CDU, Stefan J. Kramer. Oder der ist vielleicht mittlerweile zur SPD gewechselt. Der ist zur SPD 2010. Seit 2010, okay, also war er, gut, war in beiden, ich sag mal, alten etablierten Parteien drin. Macht es jetzt auch nicht, aber gut. Ich finde halt, Ich freue mich oder ich finde es immer schön, wenn man eben nicht nur auf diese, ich kann es, was die Realpolitik angeht, nachvollziehen, nur ich weiß halt nicht, ob es langfristig Erfolg mit sich bringt, immer nur auf diese einzelnen Wahlperiodenzyklen zu blicken. Wenn man sich anguckt, dass die AfD in 10, 15, 20 Jahren Zyklen denkt und die ja ein strategisch denkendes Vorfeld und Thinktanks und alles Mögliche drumherum haben, dann glaube ich, läuft man denen eigentlich in ihre Fallen hinein, wenn man
dem Argument folgt, wir müssen jetzt irgendwie das Schlimmste verhindern, versuchen diese Sachen durchzubringen, aber am Ende kann man es gar nicht, weil die anderen Parteien wie CDU und Co. das blockieren. Aber da habe ich halt vielleicht ein bisschen andere Position. Ist aber eine interessante Sichtweise, muss ich auch sagen. Und natürlich denken wir jetzt nicht zyklisch, ne? Weil wenn man in eine Regierung geht, also darum muss ich auch ganz klar so sagen, dann hast du Sachen, die du durchsetzen willst. Vorher war das immer so, es wurden ganz viele Kompromisse geschlossen. Wir haben jetzt eine Ampel gesehen, die hat sich kaputt kompromisst. Muss man ja auch ganz klar sagen, weil auch sehr viele unterschiedliche Parteien aus verschiedenen Richtungen waren, mit verschiedenen Ansichten, egal welcher politischer Richtung. Oder, wenn man aber immer mit den Zielen in der Regierung reingeht, und das ist eine Kultur, die wir auch vorantreiben müssen, dass wir unsere Vorstellungen reinsetzen, dann und in diese Regierung reingehen, in diese Verhandlungen dann aber auch, und die dann auch umsetzen, dann haben wir ja aber auch schon für die nächsten Zyklen, für die nächsten Regierungen ja auch schon wieder eine ganz klare Kante. Also ich finde, wenn man mit diesen Forderungen, wenn man die durchsetzt, wenn man was wirklich verbessern kann, dann wird das auch für die nächsten Regierungen, die nächsten Zyklen auch einfacher. Ich denke, wir müssen jetzt einfach nur dieses Konstrukt durchbrechen, bis wir uns so lange kompromisstoten, bis es überhaupt gar keinen Sinn mehr hat, in der Regierung zu sein, um für die Bevölkerung, für die Bürger etwas durchzusetzen. Sondern wir haben jetzt wirklich die Chance zu sagen, wir werden jetzt stark, wir sind stark, wir werden noch stärker, daran glaube ich, zu sagen, okay, nur mit uns gibt es eine Verbesserung. Und das sollte dann auch signifikant auch für die nächsten Zyklen dann auch als Vorbild dienen. Also, und ich denke, da kann man der auch zum Beispiel der AfD ihrer Strategie, die darauf bezieht, dass es Deutschland nur schlecht geht, sondern mal die Gegenstrategie machen. Vielleicht kriegen wir es mal hin, dass es Deutschland mal gut geht. Und dass man deswegen Parteien wählt, das wäre doch mal was ganz Interessantes und was Neues. Richtig, also aus meiner Sicht muss man in der Politik zwingend einen konstruktiven Ansatz verfolgen und sich auch nicht sozusagen an anderen abarbeiten. Also was ich jetzt sehe, auch ein Grundübel gerade, ist, dass man sich an einer AfD abarbeitet und die AfD-Themen darf man nicht bespielen, dann darf man die AfD-Position nicht übernehmen. Also diese ganze Brandmauer-Diskussion sorgt einfach dafür, dass die AfD in Zukunft entscheidet, welche Themen nie angefasst werden sollen. Also ich kann, das funktioniert nicht. Also wenn ich ein Problem sehe und das ist in dem Themenfeld und ich bekomme auf eine ähnliche Lösung, aus, vielleicht aus einer ganz anderen Richtung auf eine ähnliche Lösung oder auf eine ähnliche Aussage, dann ist das so. Dann gibt es aber noch genug andere Unterscheidungsmerkmale und wer die nicht sehen will, ne, der ist entweder zu blöd oder zu böswillig, um dort das zu akzeptieren. Und ich lasse mir doch auch nicht meine Themen wegnehmen einfach. Also ich lasse mir doch nicht vorschreiben, über was ich zu reden habe, über was nicht. So kann Politik nicht funktionieren. Wenn ich ein reales Problem habe, muss ich es angehen. Und bezüglich der AfD, da hat die BSW-Bundestagsfraktion ja jetzt einen ganz interessanten Ansatz gefunden oder eigentlich den normalen Ansatz, den man im Parlament ja eh mit allen anderen politischen Konkurrenten, wie man eh mit politischen Konkurrenten im Parlament umgehen sollte, nämlich Anträgen der AfD, die inhaltlich gut sind, auch zuzustimmen. Gibt es da vom BSW Sachsen schon eine Linie oder legt das dann die neue Landtagsfraktion fest, wenn die sich erst gebildet hat? Ja. Ich denke, wir müssten dann schon die Reihenfolge einhalten. Wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt antreten können. Und dann müssen wir schauen, dass wir gewählt werden. Und dann muss sich die Landtagsfraktion auch bilden. Also es ist ja so, dass wir eben nicht nur Leute drin haben, also wirklich bei weitem nicht nur Leute, die schon in politischen Ämtern waren, also die schon wissen, wie es geht, sondern wir haben auch Leute, die komplett neu drin sind, also die vorher noch nie ein politisches Amt begleitet haben auf keiner Ebene. Oder vielleicht auch in der Kommune. Ne? Also wir haben also viele Frischlinge, ich sage es jetzt mal böse, die handwerklich Frischlinge sind und
die sich erstmal auch als Team finden müssen. Eine Fraktion, egal ob Opposition oder Koalition, muss als Team zusammenarbeiten. Und wie sich das Team dann organisiert und entscheidet und welche, nach welchen Prinzipien dann Anträgen zugestimmt wird, das ist eine Sache dieser Fraktion, die sie dann noch umsetzen muss. Wobei ich das ja persönlich ganz toll finde, dass auch viele Leute, die vorher gar nicht politisch aktiv waren, dabei sind. Ich habe bei uns hier in der Region ein bisschen in die Hand genommen, den Unterstützerkreis zu organisieren. Und wir haben Leute aus verschiedensten Bereichen, zum Beispiel eine Ärztin ist mit dabei. Wir haben Leute, die ganz normal in der Lohnarbeit drin sind. Also den Querschnitt der Gesellschaft, Rentner und Co. Und ganz, ganz viele, also ich sag mal, von 10 Leuten haben 8 eigentlich nie was mit Politik in organisierter Form zu tun gehabt. Und da kommen dann auch ganz andere Ideen, ganz andere Vorstellungen. Und man wird ja auch häufig vielleicht ab einem gewissen Punkt so ein bisschen betriebsblind. Und so neuer Schwung, frische Ideen, andere Ansätze, die können da, glaube ich, auch nur helfen. Weswegen ich das schön finde, dass man da, oder ich hoffe auch, dass man da eine Partei wird und bleibt, die dann auch flexibel ist, was das angeht. Ja, das hat noch einen ganz anderen Effekt. Die Leute sind nämlich dann nicht steuerbar. Wenn die sagen, okay, also die kann man dann nicht mit dem Mandat erpressen. Wenn ich weiß, dass ich nach dem Mandat wieder in den alten Beruf zurückgehen kann und dort gebraucht werde, dann ist es mir relativ egal, ob mich jemand dann sagt, okay, dann kommst du ja nicht mehr auf die Liste. Dann sage ich, ich habe aber trotzdem die Meinung, ich bin trotzdem auf dem Standpunkt. Und jetzt widerleg mich bitte in der Sache und nicht mit solchen Tricks. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht in anderen Parteien, gerade bei Grünen, Linken, das ist dadurch gekommen, dass die viele Leute eigentlich schon in der Jugend rekrutiert haben und schon in die Parlamente gesteckt haben, wo die teilweise noch nicht mal eine Ausbildung hatten. Noch keine Berufserfahrung. Die haben ja keine materielle Basis außerhalb ihres Mandats. Und natürlich sind die dann steuerbar von außen und sagen, naja, willst du denn nochmal rein? Oder bist du überlegen, ob du nachher nochmal in ALG 2 fällst? Ne? Das wäre die Konsequenz. Ja, diese Beobachtung, die sieht man jetzt auch im Bundestag bei den vielen jungen SPDlern so, die da eingezogen sind und wo man gesagt hat, jetzt kommen die jungen Wilden rein und man hat gesehen, nee, das sind so die treuesten Unterstützer der aktuellen Regierungspolitik, völlig egal, wie die gerade aussieht. Die halten dann irgendwelche sozialistischen Reden auf ihrem komischen Juso-Kongressen da und im Bundestag stimmen sie einer strammen neoliberalen und kriegstreiberischen Politik zu. Das ist genau dieses Phänomen, ja. Ist ja auch interessant. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon eine Stunde geredet, aber apropos Krieg, wir sind ja noch gar nicht auf die Ukraine-Kriegsentwicklungen auch mit der Friedenskonferenz und Co. zu sprechen gekommen. Wie sieht das bei euch zeitlich und interesseshalber noch aus? Gerne. Was habt ihr da, oder habt ihr das heute schon großartig verfolgt? Ich habe so ein bisschen nebenher in den Live-Tickern und sowas mitbekommen. Also ich bin gerade mit Unterschriften unterwegs und mit allem Möglichen. Ich habe es leider nicht verfolgt. Aber ich habe dem auch keine große Bedeutung beigemessen, weil schlicht und einfach eine Konfliktpartei nie dabei ist. Naja, was ganz Russland spannend ist. Achso, nee, erzähl du. Russland hat ja ein Friedensangebot auf den Tisch gelegt, was ja einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus einigen Territorien, die sie schon zurückerobert hatten, vorsähe, was aber an sich nicht das ist, was die Kriegstreiber hierzulande erzählen, nämlich, dass Russland die Auslöschung der Ukraine plane. Genau das sieht der russische Vorschlag ja nicht vor. Also das ist doch sehr interessant, dass Russland sich hier ziemlich kompromissbereit zeigt. Das ist jetzt schon die letzten, also der Vorschlag ist schon ein bisschen älter, aber Putin hat den jetzt nochmal explizit wiederholt und gesagt, wenn ihr diesen Vorschlag nicht annehmt oder zumindest mal darüber verhandelt, dann werden in Zukunft härtere Bedingungen auf euch zukommen. Und das letzte Mal, als Russland genau das gesagt hat, da ist es auch passiert. Also Russland war ja früher bereit, sich aus allen eroberten Territorien zurückzuziehen. Dieser Vorschlag ist ja jetzt schon härter als der letzte. Und wenn sich die militärische Situation der Ukraine weiter verschlechtert, dann dürfte der nächste Vorschlag noch härtere Bedingungen für die Ukraine bedeuten. Ja, natürlich. Das Ergebnis wird, also das Verhandlungsergebnis für die Ukraine wird, so wie es aussieht, nicht besser werden. Und die einzige Alternative, wie sie vielleicht Gegendruck erzeugen können, ist, wenn sie die NATO mit reinholen. Aber die Konsequenzen wären so fatal, dass keiner bei klarem Verstand dass diese Konsequenzen in Kauf nimmt. Nur rede ich aber von klarem Verstand. Und wenn ich mir unsere Außenministerin angucke, dann habe ich dann so meine leichten Zweifel. Vor allem, was ich halt ganz interessant finde, ist, dass man ja zum Beispiel in dieser, ich hab mir so eine Karte angesehen, aus welchen Gebieten sich die Ukraine zurückziehen solle.
Und da ist jetzt zum Beispiel mit Odessa ein Schwarzmeerhafen, der davon gar nicht betroffen wäre. Das heißt, die Ukraine hätte selbst in dieser Situation weitere Exportmöglichkeiten ihres Getreides zum Beispiel. Und was man auch immer in dieser Diskussion so ein bisschen vergisst, das heißt ja nicht, dass die finalen Grenzen so aussehen, wie es nun die Bedingungen für einen Waffenstillstand wären, sondern die finalen Grenzen würde man letztendlich dann in einem Friedensabkommen, in einem Friedensvertrag aushandeln. Und das kann dann ja auch gut sein, dass man zum Beispiel sagt, gut, Kharkiv bleibt bei der Ukraine, da gibt es noch Konzessionen, die beide Seiten machen. Dafür macht ihr am Ende anstatt 200.000 Soldaten, ich glaube 250.000 wollten die Ukrainer damals im März, April 2022 behalten, die Russen sagten 50.000, dann macht man da vielleicht, kommen die Ukrainer da den Russen wieder etwas weiter entgegen. Und das ist ja alles eine Verhandlungsmasse für jeweils beide Seiten. Und was ich heute darüber hinaus für sehr relevant erachte, was ich so am Rande mitbekommen habe, und zwar hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, das ist im BR24 Live-Ticker gewesen, gefordert, dass man Bürgergeldzahlungen an ukrainische Kriegsflüchtlinge einstellen soll. Falsche Anreize wären das, mit der Argumentation, dass die Ukraine ja nicht nur Waffen, sondern auch Soldaten bräuchte und die Leute doch eigentlich wieder zurückgehen sollten. Ich erinnere mich noch an diese Potsdam-Geschichte, wo man irgendwie eine Wannsee 2.0-Konferenz draus konstruieren wollte. Und jetzt geht eine CDU hin, eine CDU-CSU-Bundestagsfraktion und will eigentlich Remigrationsanreize setzen, damit Leute an der Front verheizt werden. Das ist schon von der Doppelmoral ganz schön hochgegriffen, finde ich. Nee, das ist nicht bloß Doppelmoral, das ist verbrecherisch. Nichts anderes. Ja, definitiv. Ja, absolut. Also 2015, da hieß es ja auch, die Syrer, die können wir auf keinen Fall zurück nach Syrien schicken. Das Assad-Regime zieht die dann zu seiner Armee ein und verheizt in irgendwelchen Stellungskämpfen da. Und war ja auch eine richtige Argumentation. Aber jetzt in der Ukraine, da gilt das plötzlich nicht mehr. Nö, weil die früher hätten sie auf der falschen Seite gekämpft und jetzt kennen sie auf der richtigen Seite gekämpft. Aber das kann es ja nicht sein. Also wenn ich einen Kriegsflüchtling habe, und das sagt auch die Flüchtlingskonvention, dann kann ich den nie einfach wieder zurück in das Land drücken, wo der Krieg ist. Also das ist relativ deutlich. Ich meine, man kann sicherlich, was diese besonderen Regelungen für die Ukraine angeht, da gibt es sicherlich Handlungsbedarf, weil es eben auch so ist, dass die sofort die Anerkennung kriegen, ne, und kein ordentliches Verfahren durchlaufen. Das kann sicherlich als Sondersituation durchgehen, meinetwegen. Aber es kann nicht so bleiben, weil zum Beispiel, weil es ja auch teilweise so ist, dass die dann einen Pendelbetrieb machen mit Ukraine und hier, nur weil sie dann hier das Geld kriegen. Also das ist ja schon eigentlich gut dokumentiert, dass das diese Phänomene gibt. Und also wenn ich schon einen Kriegsflüchtling habe und den hier integriere, dann soll er bitte schon auch hier bleiben und sich an dem Sozialsystem, das sich im Zweifel um ihn kümmert, auch beteiligen und nicht einfach einen Verschiebebahnhof in einen korrupten Staat organisieren. Das kann es ja wohl nicht sein. Vor allem aber zeigt die CDU damit ja auch, was eigentlich ihre Schwerpunktsetzung ist. Sie will sich nicht darum bemühen, dass man einen diplomatischen Weg findet, dass man einen Frieden macht, dass man zumindest mal einen Waffenstillstand in die Wege leitet, sondern es geht eigentlich darum, man muss jetzt aber wirklich bis zum wirklich letzten Ukrainer kämpfen, also wirklich nochmal 200.000-300.000 mehr an die Front werfen und die müssen dann auch verbluten, dann hauen die Russen wieder eine 500.000 mehr Soldaten rein, dann sind die auch tot und am Ende hat man in 2 Jahren nochmal wieder einige hunderttausend Tote, Verletzte, Verstümmelte mehr. Und das kann doch nicht die Perspektive sein. Und die Frage ist, wer soll denn dann die Ukraine wieder aufbauen nachher? Also wer soll denn da, wer ist denn dann noch übrig? Ich meine, wir kennen doch die alten Bilder von dem Weltkrieg, der bei uns stattgefunden hat, aus den Trümmerlandschaften. Da waren noch alte Frauen, die aufgeräumt haben, und dann waren dann Kinder und die paar Kriegsversehrte. Also wir hatten ja wirklich dann ein Riesenproblem, dass wir gar nicht die Arbeitskräfte haben, um unsere Wirtschaft wieder aufzubauen. Also das war ein Riesenproblem damals und die Ukraine hätte das wieder vor sich. Also mal davon abgesehen, also dass die Ukraine braucht eine Perspektive. Und die Perspektive kann doch nicht sein, dass, ja, wir geben euch mal Geld, aber irgendjemand muss ja die Arbeit vor Ort auch machen. Und wenn ich die Leute schon verheizt habe, wenn die irgendwo unter der Erde liegen, was soll denn dann daraus werden? Also das, die Frage kann man, glaube ich, beantworten. Ein komplett ausgeblüteter westlicher Satellitenstaat, wo
einige alte Leute sind, die Jungen, die den Krieg überlebt haben, die werden dann einfach nach Westeuropa auswandern, so wie es also in anderen osteuropäischen Ländern, wo gar kein Krieg war, sondern wo man einfach nur Schocktherapie und ökonomischen Verfall hatte, ist ja ein Großteil der jungen Bevölkerung auch abgehauen. In der Ukraine wird das noch viel, viel schlimmer sein. Also das Land ist ja jetzt schon, hat jetzt schon eine weniger als halb so hohe Bevölkerung wie zur Auflösung der Sowjetunion. Das ist ja eine einzige demografische Katastrophe und das wird nach Kriegsende noch mal viel schlimmer werden. Also das sind jetzt schon keine guten Aussichten und wenn der Krieg noch länger dauert, wird das noch viel schlimmer werden. Ja, ich wollte auch eben gerne noch was dazu sagen, weil ich muss gleich leider gehen. Und zwar auch zu Putins Angebot. Es ist ein Angebot. Er hat Sachen auf den Tisch gelegt. Das muss man auch ganz klar jetzt auch endlich mal aufnehmen und nicht so reagieren, wie jetzt zum Beispiel auf der Friedenskonferenz oder wie die NATO etc., die das ablehnen. Es müssen mal so langsam die Realitäten anerkannt werden. Und man muss auch mal ganz klar sagen, ohne Gebietsverluste wird es keinen Frieden geben. Das muss man jetzt so ganz klar sagen. Wir haben da einen heißen Krieg in der Ukraine, der mittlerweile einen geopolitischen Rahmen erreicht hat, der jederzeit zu einem Weltkrieg führen kann. So, und wenn wir jetzt einfach aussperren, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, unsere Regierung, der schon ziemlich isolierte Westen, einfach nicht mehr darauf eingehen will, dass es hier auch um Gebietsverluste gehen kann und auch gehen muss. So, das muss auf den Tisch. Das müssen alle Parteien jetzt diskutieren und behandeln, damit es zu einem Verhandlungsfrieden kommt. Und da muss der Westen jetzt auch mal so langsam seine Doppelmoral und seine Indoktrinität endlich mal aufgeben und sagen, okay, wir reden jetzt darüber. Wie sieht das aus mit dem Vorschlag? Ne? Und darum Realitäten ankennen, weil sonst, wie hier schon gesagt wurde, wird es bald keine Ukrainer mehr geben, Osteuropäer, Menschen, die irgendetwas aufbauen können. So, was? Und da müssen wir dann auch irgendwie dran arbeiten, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit. Was ich da in diesem ganzen Themenkomplex auch noch sehr spannend finde, es wurde ja oder es wird ein NATO-Hauptquartier in Wiesbaden in Deutschland aufgebaut, welches diese ganze Koordination im Waffenlieferungsbereich für die Ukraine, Ausbildung und Co. zusammenführen soll. Da war ja ursprünglich die Überlegung, dass man dieses Ganze als NATO-Mission Ukraine bezeichnet, aber die Bundesregierung, so zumindest hat es ZDF heute geschrieben, hat sich dagegen tatsächlich gestellt und darauf hingewirkt, das Ganze als NATO Security Assistance and Training for Ukraine zu benennen, einfach damit man nicht dieses NATO-Mission Ukraine hat. Aber das ist ja auch wieder sehr interessant, dass man inhaltlich hier gar nicht diesen großen Punkt sieht, sondern man überlegt nur, wie verkaufen wir es jetzt der Bevölkerung, auf dessen Staatsgebiet hier ein NATO-Hauptquartier eingerichtet wird, welches diesen Krieg weiter zumindest sich daran beteiligt in irgendeiner Form, in der Koordination. Und das, finde ich, ist halt auch wieder sehr interessant, dass die Bundesregierung da sich eher so um das Framing Gedanken macht, als überhaupt mal um die inhaltlichen Themen. Ja klar, also man muss diese unliebsame Entscheidung ja irgendwie verkaufen und wie es in der Bevölkerung aussieht. Ich sag mal so, wenn ich hier mit Leuten rede, ich finde einfach niemanden. Ich finde niemanden, der sagt, wir müssen die Ukraine unbedingt bis zum letzten Mann verteidigen und dann eventuell noch mit eigenen Leuten reingehen. Finde ich keinen. Also Sigmar Gabriel, ne? Der hat doch auch irgendwas so letztens gesagt, im Zweifel ja, muss man Deutsch... ja, das ist jenseits von Gut und Böse. Also ich weiß nicht, was er vorher geraucht hat, aber es kann nicht gut für ihn gewesen sein. Ist jetzt ja was legal geworden, ne? Also ja, kriminalisiert. Ich weiß nicht, ob Dinge, die sowas auslösen, legal sind. Aber egal. Das ist... Ja, illegal, scheißegal oder so sagt man doch, ne? Irgendwie. Nee, aber tatsächlich, wie will ich denn dann noch gegen irgendjemand gegenüber verkaufen, dass wenn ich mit einem eigenen Soldaten und eigenem Gerät gegen jemanden kämpfe, dass ich nicht mit dem im Krieg bin? Und warum es dann illegal sein soll und nicht legitim sein soll, einen Kriegsgegner auch direkt anzugreifen? Also, ich sag mal, wie blöd glaubt der eigentlich, dass die Leute sind?
Ja, also der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat ja schon gesagt, alleine dadurch, dass wir ukrainische Soldaten ja ausbilden, sind wir Kriegspartei. Also Ja, das ist ja nee, nee, eigentlich die ziemlich. haben gesagt, die gesicherte Ach so. Kriegsteilnahme ist damit, also die gesicherte Nicht-Kriegsteilnahme ist damit in Frage gestellt. Wir sind noch in der Grauzone. Okay, sorry, Ja. dann hatten wir es diplomatischer formuliert, dann hatte ich das gerade falsch im Kopf. Ja, ne, wir sind in der Grauzone. Und in der Grauzone sind wir von der Auslegung des jeweiligen Kontrahenten noch abhängig. Ne? Aber in dem Moment sind wir eigentlich nie mehr abhängig, wenn wir das umsetzen, was dieser Mensch in die Welt posaunt hat. Ich meine, ich kann nur hoffen, dass der genauso wenig ernst genommen wird wie Annalena Baerbock. Da freut man sich ja inzwischen, dass sie nicht mehr ernst genommen wird bei dem, was sie absondert. Aber das ist eine Sache, die sollten wir schlicht und einfach ums Verrecken nicht tun und auch als Bevölkerung ums Verrecken nicht zulassen. Und ich will meine Hand nie dafür ins Feuer legen, dass, falls so etwas passiert, dass es dann hier im Lande friedlich bleibt. Da kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, wirklich nicht. Ja, Russland hat ja auch schon den britischen Botschafter eingestellt gehabt, um ihm mitzuteilen, wenn britische Waffen hier auf russisches Staatsgebiet, also auch außerhalb der Krim, einschlagen, dann betrachten wir das als Angriff Großbritanniens auf Russland und dann werden wir britische Ziele entweder in der Ukraine oder auch außerhalb angreifen, als legitime Angriffsziele be betrachten. Und das ist schon ziemlich deutlich. Das dürfte man auf andere NATO-Staaten 1:1 so übertragen können. Na, sicherlich. Ne? Also ich sag mal, der Unterschied zwischen einer beispielsweise Syrien oder anderen Konflikten ist ja, dass in dem Fall eine Atommacht direkt an ihrer Grenze bedroht wird. Und dass sie sich zumindest bedroht fühlt, das ist ja ihre Sicht. Und ich sag mal, die Sicht kann man zum Teil nachvollziehen. Und dass sie dann eben so reagiert nach dem Motto, na, es ist uns dann egal, das ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil, also wir hatten die Situation ja schon mal mit einer anderen Atommacht in Kuba und dort kam es fast zum Weltkrieg mit Atomwaffen. Und das ist etwas, was wir uns definitiv nicht leisten sollten. Gar nicht. Ja, die Russen sehen wahrscheinlich diese osteuropäische Ebene als riesige Aufmarschfläche, So ist die das es. Potenzial hat, was man in der Historie mit Napoleon, mit Hitler ja auch häufiger gesehen hat, die als Aufmarschfläche gedient hat, um dann eben ins russische Herz vorzustoßen. Und deswegen war es ja immer so eine strategische Überlegung der Russen, eigentlich sich nach Westen hin abzusichern. Ich meine, man hat ja keine wirklichen natürlichen Grenzen. Dann hat man irgendwann im Süden ist die Karpaten irgendwo, aber ansonsten ist da ja nichts. Und dementsprechend haben die Russen natürlich irgendwo ein Interesse mit der Ukraine, vielleicht so eine Art Pufferstaat zwischen NATO und russischem Territorium zu haben. Man hat ja auch im Zuge des Maidans 2014 jetzt vor einigen Wochen oder 1, 2 Monaten die Nachricht bekommen oder gehört, dass die CIA geheime Spionagebasen in der Ukraine dann ab 2014 unterhalten hat, wo man entsprechend ukrainische Spione, Agenten ausgebildet hat, um eben auch Tätigkeiten in Russland bezüglich Abfang von Nachrichten und Co. auszuführen. Und naja, man muss jetzt hier die russische Position dahingehend nicht teilen, aber man kann, wenn man sich mit diesen Fragen mal auseinandersetzt, ja zumindest verstehen, dass ein Staat seine eigenen Interessen hat und sich dann irgendwann in einer Position sieht, in der man glaubt, man kann diese Interessen nur noch verteidigen, indem man nun die militärische Karte spielt. Und das Richtig. kann man moralisch jetzt alles ganz verwerflich finden und da kann man sagen, ja, aber was weiß ich, nur das bringt uns ja keinen einzigen Schritt weiter. Richtig. Und ein moralisches Urteil, ich meine, das Urteil für jemanden, der einen Krieg startet, ist relativ klar an der Stelle. Nur das hilft uns keinen Schritt weiter. Also wir müssen einfach dafür sorgen, dass das Sterben aufhört. Wir müssen die Bedingungen dafür schaffen. Die Bedingung heißt nicht, dass man Russland bis nach Moskau versucht zurückzudrücken oder irgendwelche Geschichten dort herbeizuspinnen, was alles zu erledigen ist und dass man Russland zerstören will und solche Geschichten, das ist einfach hirnlose Propaganda. Und das ist kreuzgefährlich. Wir reden hier immer noch von Atommacht. Punkt. Und da kann man natürlich kommen und sagen, naja, die haben ja bis jetzt noch nicht eingesetzt in der Richtung. Ja, wenn die damit anfangen, das einzusetzen, dann bist du nicht mehr da, um dich noch darüber aufzuregen. So ist es nämlich. Ja, ich glaube, das waren gute abschließende Worte zu diesem Thema. Also viel mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen.
Gut, ja, habt ihr noch ein Thema? Nö, eigentlich. Ich auch nicht. Ukraine ist ja noch gerade dazugekommen, weil wir eine Stunde geredet hatten und Marlon meinte, wir können das nochmal ansprechen. Ist ja auch gerade total relevant. Also auch Russland versucht dem Westen jetzt immer mehr rote Linien aufzuzeigen und der Westen ist aktuell fest entschlossen, auch die Bundesregierung, die jetzt auch zu überschreiten. Also das ist brandgefährlich, was da gerade passiert. Ja, ich weiß nicht, was das für eine Dynamik dahinter ist. Ich bin ja schon erschüttert, was jetzt eigentlich im öffentlichen rechtlichen Rundfunk kommt. Also ich meine, wir reden jetzt, also diese Geschichten kenne ich doch, das kennen wir aus der alten Wochenschau. Da kommt die neue Waffe an die Front, das ist der Game Changer, da kommt die neue Waffe an die Front. Das ist ein Spiel, das kennen wir aus den Geschichtsbüchern. Und wir wissen auch aus den Geschichtsbüchern, wie das ausgegangen ist. Ja. Okay. Dann würde ich mich bedanken dafür, dass ihr beide, beziehungsweise Freddy ist ja schon weg, aber dass wir alle Zeit gefunden haben. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich glaube, wir konnten alle ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Ja, dir auch. Wir dir auch.